Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit dir die neue Catrice und Essence Sister Love Limited Edition Trend Edition Tensation ausprobieren. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich habe einiges aus dieser Sister Love LE gekauft und da war ich heute einfach in der Mittagspause im Rossmann, denn ich habe eine ganz liebe Nachricht von einer Zuschauerin per Instagram bekommen. Vielen, vielen Dank, dass die Produkte jetzt verfügbar sind. Ja, und dann habe ich zugeschlagen. Also ich habe beide Pinselsets, ich habe beide Kabuki-Pinsel, ich habe zwei Lidschattenpaletten, zwei Face-Paletten. Ja, ich bin auf jeden Fall ganz gut ausgestattet und ja, ich starte nackig und ich möchte am Ende sehr bunt aussehen. Ich werde zwei verschiedene Looks schminken, also zwei verschiedene Augenlooks und Face-Looks wahrscheinlich auch. Ich werde dafür verwenden auch die Pinsel. Da habe ich einmal von Essence die Tentacle Spectacle, dieses Brush-Set. So sieht die Verpackung aus. Aber die Verpackung ist jetzt, ne, braucht man jetzt nicht aufbewahren. So sehen die Pinsel dann entsprechend aus. Da ist auch so ein Reinsteckding drin, was leider nicht stehen bleibt. Das fällt die ganze Zeit um. Aber du hast halt einen Puderpinsel, einen abgeschrägten Foundationpinsel, einen Highlighter, Fächerpinsel, einen groben Blenderpinsel, dann so einen abgeschrägten Smudger und einen Pointbrush. Und ja, die sind halt in so einem schönen Rosé-Gold-Design. Aber ich muss persönlich sagen, dass ich die von Catrice noch ein Ticken schöner finde. Die haben diese Umverpackung, Destination Desert. Ja, so schaut das Verpackungsding aus. Und hier haben wir dann einmal das Pinsel. Es hat auch hier so einen Einstecker, ne? Da haben wir einen normalen Puderpinsel. Das ist ein abgeschrägter Blushpinsel. Das ist ein Foundation Buffer. Dann haben wir hier einen etwas schmaleren Blendepinsel, einen klassischen Smudger und einen Augenbrauen-Eyeliner-Pinsel. Und hier finde ich das Design der Pinsel einfach umwerfend. Als ich das bei der Like a Daisy in Spring bei Sarah Isabel gesehen habe, habe ich schon direkt gesagt, also dieses Pinselset muss ich haben. Es fühlt sich auch richtig, richtig schön an. Ich bin sehr gespannt, wie lange und wie haltbar das dann auch entsprechend ist, ne? Weil bei Catrice Pinseln habe ich das leider öfters, dass die sich auch irgendwann lösen vom Stiel, aber das ist nicht schlimm. Das kann man dann mit Sekundenkleber kleben. Das habe ich schon echt öfters gemacht. Ja, aber sie gefallen mir einfach von der Optik her richtig gut. Dann habe ich noch geholt den Kabuki von Essence, der Krabuki Brush Face and Body. Den kannst du sogar verwenden, um Foundation aufzutragen. Und das sieht echt knubbelig, knuffig aus, finde ich. Also, ne? Ist halt ein riesengroßer Foundation-Pinsel, würde ich dazu mal sagen. Weil der auch sehr, sehr fest ist und halt oben abgeschnitten. Also damit kannst du wirklich sehr grob motorisch Foundation auftragen. Das werde ich auch gleich mal tun. Zusätzlich habe ich mir noch, aber das ist eigentlich eher so ein Deko-Produkt, würde ich sagen, Golden Sand, den Face and Body die Maxi Upsala Brush. Also das ist von Catrice der Riesen-Oschi. Der ist so weich. Also wenn du dich schlecht fühlst und keiner dich in den Arm nehmen kann, dann nimm dir diesen Pinsel und streichel dir damit über das Gesicht, über den Körper und du hast direkt ein wohliges Gefühl. Das ist echt geil. Also der ist super, super weich und soft und sehr, sehr fest behaart, wenn man das so sagen darf. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn ich jetzt zum Beispiel von Rival Loves Me oder damals Rival de Lupiang diese riesen Oschis von Bronzer nehme und da mit dem Ding drin rumrühre, dass man den auch richtig schön großflächig auf dem Körper verteilen kann. Und richtig schön ist natürlich auch hier das Design des Pinsels an sich. Der bleibt auch stehen. Und ich habe ja aus diversen anderen Limited Editions so Zerstäuber, Puderzerstäuber. Und das zusammen mit dem hier so auf dem Tischchen und dann schön drapieren, das sieht dann wieder richtig edel aus. Finde ich klasse. Außerdem habe ich geholt Shine Like a Sea Star von Essence. Das ist diese Highlighter- und Bronzer-Palette. Die habe ich in der Farbe 010 Champagne Beach Love, also in der etwas helleren Variante. Das ist hier ein Packaging, was relativ billig ist, sage ich jetzt einfach mal. Es ist halt günstig, weil es halt auch ein günstiges Produkt ist. Finde ich aber nicht schlimm, ne? Dafür sparen die sich halt echt die Umverpackung. Und da war ich begeistert, muss ich gestehen. Dann hast du hier die drei Highlighter und einen Bronzer drin. Und den werde ich auf der einen Seite gleich verwenden. Auf der anderen Seite meines Gesichtes werde ich hier von Catrice die Desert Dunes Palette verwenden. Da hast du sechs Produkte drin. Das sind drei matte und drei schimmernde Produkte. Ich bin eigentlich kein Fan von Highlighter-Paletten oder Bronzer-Paletten, weil du eigentlich
meistens so ungefähr die Hälfte nicht verwenden kannst. Aber da bin ich jetzt einfach mal gespannt, inwiefern das funktioniert. Deswegen liegt es auch hier. Dann habe ich mir von Essence die Make a Wish Little Fish geholt. Die finde ich so, so schön. Das ist eine ganz, ganz tolle Eyeshadow-Palette. Die war auch recht günstig, finde ich. Und du hast da super tolle Töne drin. Also diese Türkistöne, dieses Meeresrauschen als Farbpalette finde ich großartig. Wenn du diese vier Töne theoretisch weglassen würdest, hättest du eine Warm Tones oder sehr neutrale Palette. Kommen die mit hinzu, wird das Ganze ganz schön aufregend. Schließt magnetisch und hat eine ganz andere Verpackung, so ein bisschen wie die Weihnachtsverpackung von Essence Paletten. Und dann habe ich hier noch von Catrice die Sunshine Heat Me Up mit den neutralen Tönen. Neutral, ne? Also du hast da halt Brauntöne und Grüntöne und Rottöne und die hat mich tatsächlich auch mehr angesprochen als die andere, die dort auch zu finden war. Bei der Make-A-Wish Little Fish war das so, dass die andere ausverkauft war. Ich wollte aber tatsächlich auch genau diese hier haben. Okay, ja, dann werde ich jetzt einfach mal starten und während ich so die Base mache und die verschiedenen Pinsel verwende und so, werde ich euch die Produkte zwar zeigen, aber das geht im Schnelldurchlauf. Und da sind wir auch schon beim Bronzer. Da werde ich zuerst hier aus der Essence Palette Shine Like a Sea Star den Bronzer verwenden. Das ist der hier unten und der heißt Little Mermaid, kleine Meerjungfrau. Hier haben wir übrigens die Töne einmal komplett geswatcht, die drei Highlighter-Töne und den leicht schimmernden Bronzer. Den Bronzer trage ich mir auch mit dem Puderpinsel aus dem Essence Pinselset auf. Ich klopfe mal nicht ab, sondern trage mir den direkt auf das Gesicht. Sehr dezent, weil sehr hell. Aber er macht wirklich ein schönes Finish auf der Haut, weil das so glowy aussieht. Das gefällt mir. Es ist tatsächlich aber eher etwas für die leicht gebräunte Haut und weniger etwas für die stark gebräunte Haut. Aber ich habe ja auch die helle Variante gewählt, also von daher passt das. Jo, das ist jetzt eher soft, aber es ist schön, es sieht gesund aus. Jo. Zu den Highlightern kommen wir nachher. Und jetzt nehme ich hier aus der Desert Dunes Palette mir die Bronzer vor. In der Theorie könnte ich auch dieses Oshifi mal verwenden, oder? Dann gehe ich mit diesem Oshifi mal in Sandstorm rein. Ist gar nicht so leicht. Klopf ein bisschen ab. Und ja, präzise damit arbeiten ist schwierig. Aber die Sonne trifft dich ja auch nicht unbedingt präzise, ne? Kannst du dir das auf jeden Fall so aufgeben? Es ist witzig, damit zu arbeiten. Wenn du dir einfach so einen riesen Puschel ins Gesicht haust. Also von der Farbe her finde ich Sandstorm auch schöner als den ich auf der anderen Seite habe. Einfach, weil der jetzt ein bisschen matter ist. Und mit dem Pinsel das zu verblenden, ist echt eine Herausforderung. Ich gehe jetzt auch noch ein bisschen mit Mirage drüber, mit dem etwas dunkleren Ton. Weil ich finde, dass Sandstorm jetzt nicht unbedingt hier rauskommt. Ich klopfe den aber trotzdem so ein bisschen ab, weil du kriegst ja richtig viel Produkt drauf. Ne? Das ist so dermaßen fest gepresst. Und dann ist es nicht so, als hättest du einen sonnengeküssten Look, wenn du diesen Pinsel verwendest, sondern einen, mich hat die Sonne angesprungen Look. Aber trotz dieser Grobmotorigkeit, die dieser Pinsel mit sich bringt, wird es wirklich schön ausgeblendet. Hätte ich nicht erwartet, muss ich gestehen. Aber es gefällt mir. Ich weiß jetzt nicht, welche Seite euch besser gefällt. Ich drehe mal das Licht ein bisschen, dann sieht man das auch von der Seite ein bisschen mehr.
Ob ihr eher so diese Glowy-Variante mögt, dann ist der Essence Bronzer auf jeden Fall eine interessante Kiste. Oder ob ihr sagt, nee, nee, ich möchte lieber zum einen die Auswahl haben und zum anderen das etwas matte haben, dann ist auf jeden Fall die Catrice-Palette euer. Ja, Oschi. Mit diesem Oschi. Als nächstes schauen wir uns mal die Highlighter an. Da haben wir hier die drei verschiedenen gehabt von Essence. Und ich weiß gar nicht, welche Kombination ich mir da am liebsten aufgeben möchte. Ich glaube, ich nehme alle zusammen, oder? Nehme ich hier diesen Fächerpinsel und gehe in alle rein. Klopfe ein bisschen ab und gebe es hier auf meine höchste Stelle. Damit macht man das wirklich sehr, sehr dezent. Ich gebe mir noch ein bisschen drüber. Dadurch wird das jetzt gerade richtig intensiv. Huh. Also, der hat jetzt leider ziemlich krasse Glitzerpigmente mit drin. Also es ist weniger nass, sondern eher so ein glowy Glitter. Aber es sieht irgendwie aus, als hätte man auch so ein paar Wassertropfen ins Gesicht bekommen. Deswegen ist das mit dem Glitzer dann vielleicht gar nicht so schlimm. Ich finde, das sieht übrigens richtig schön aus. Das mag ich gerne leiden. Und auf dieser Seite gebe ich mir erstmal ein bisschen mehr Licht, dass ihr das auch etwas besser sehen könnt, diese Palette auf. Und ich glaube, auch da werde ich alle drei Töne einfach mal zusammenmischen, um zu schauen, wie die so sind. Die sind deutlich weicher von der Textur her. Die von Essence sind eher trocken und das hier sind eher weichere Töne. Und ja, die sehen auch etwas metallischer aus und etwas nasser tatsächlich. Sehr fein. Nehme ich mir den Fächerpinsel, den ich mir gerade sauber gemacht habe, und gehe einfach in alle Töne einmal rein. Upsala. Okay. Habe ich ja eben auch einmal rein und dann einmal abgeklopft. Ich verteile das dann erstmal hier auf der höchsten Stelle. Da sieht man jetzt noch nicht so ultra viel. Also man sieht was, definitiv. Aber noch nicht so ultra viel. Das ist eher so ein erwachsenen Glow, würde ich sagen. Dann mache ich das jetzt wieder nochmal, dass ich in alles reingehe und das nur so ein bisschen abschüttel. Und das dann intensiver auftrage. Und da kommt jetzt ein bisschen mehr zum Vorschein, das sieht man auch, ne? Genau. Was finde ich jetzt schöner? Der hier ist tatsächlich dezenter, aber dafür nasser. Dafür ist der hier intensiver und glitzernder. Ich glaube, den hier würde ich tatsächlich mehr so bevorzugen vor dem. Ja, weil das natürlicher aussieht, ne? Ja. Aber beide finde ich schön, auf jeden Fall. So, alles sitzt soweit und jetzt möchte ich gerne mit dem Augen-Make-up starten. Und auf dieser Seite werde ich dann die Make-A-Wish Little Fish Lidschattenpalette von Essence verwenden. Da hätten wir zunächst hier einmal die Swatches. Ich muss wirklich sagen, dass die Schimmertöne eine Wucht sind. Bei den matten Tönen sieht man es vielleicht auch, also diese hier, da ist es ein bisschen schwerer gewesen, sie zu swatchen, vor allem sie fleckenfrei zu swatchen. Dementsprechend denke ich auch, dass sie auf dem Auge nicht ganz so schön performen werden, aber wir werden es jetzt testen.
Selbstverständlich verwende ich auch die drei Pinsel, die in dem Essence-Pinselset drin sind. Und vielleicht komme ich da tatsächlich auch sogar mit hin. Ich fange an und werde mal Lizetten mit diesem schönen matten Ton, die Farbe Sand. Ja, den sieht man jetzt natürlich nicht unbedingt auf dem Auge. Es ist einfach nur ein Setting-Ton und man sieht jetzt einfach mal krass den Highlighter. Wow! Dann nehme ich diesen schönen matten Orangeton, der heißt Sun. Den nehme ich mit dem gleichen fluffigen Blendepinsel auf. Du kriegst richtig viel Farbe auf dem Pinsel. Und den gebe ich mir jetzt einfach mal in die Lidfalte, beziehungsweise ein bisschen höher, wegen meinem Schlupflid. Und Leute, damit hätte ich jetzt nicht so gerechnet. Der kommt ganz gut schon direkt beim ersten, also einmal reindippen und aufs Auge geben, ne, kommt der schon richtig gut raus. Also das kann jetzt ein sehr, sehr farbintensiver Look werden. Und auch der Pinsel gefällt mir genauso gut wie die anderen, die ich eben schon verwendet habe. Also ist eine gute Geschichte. Mit Sand verblende ich das Ganze dann hier außen nach oben hin. Jetzt muss ich mir doch noch einen anderen Pinsel nehmen und zwar so einen etwas fester gebundeneren, kleineren Blendepinsel. Und damit nehme ich mir dann die Farbe Coral auf. Das ist ein etwas, ja, sehr dunkles Korall. Weiß nicht, vielleicht auch ein bisschen Backsteinrot. Aber die Pigmentierung ist echt heftig. Und den nehme ich, um meine Lidfalte zu vertiefen. Ich gehe dann nochmal mit dem Blendepinsel drüber, weil ich die Farbe doch etwas schwierig finde. Aber sie lässt sich dennoch schön verblenden. Ein bisschen minimal fleckig ist sie geworden. Dann setze ich mir die Farbe Paradise einmal komplett da unten drunter. Das ist so ein mattes Türkis. Und dafür nehme ich diesen abgeschrägten Smudger-Pinsel. Also da kommt richtig viel Farbe drauf. Holla. Ich versuche mir auch so eine leichte Welle zu bauen. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Und wo wir schon beim Namen sind, nehme ich jetzt die Farbe Wave auf. Das ist so ein dunkles, schimmerndes Türkis. Mal gucken, ob das hier mit dem Pinsel funktioniert. Ja, der greift das Produkt schon ganz gut. Das setze ich mir nach außen hin. Und dieses ganz, ganz helle, ja, Silber fast schon, möchte ich mir im Innenwinkel auftragen. Und auch so ein bisschen mit reinziehen, so dieses Sparkles on the Water Feeling quasi. So wenn die Sonne auf dem Wasser glitzert. Ich denke, mit dem Finger wäre das noch schöner. Weil da kommt halt richtig Farbe drauf. Ja, das kommt viel intensiver. Da hast du dann auch dieses Metallische. In der Lidfalte räumen wir dann noch ein bisschen mit Coral auf, dass wir den Ton auch nicht verlieren. Und setzen auch Sun so ein bisschen da oben nochmal drüber. Ein Glitzer-Fallout mache ich hier mal mit so einem Spoolie weg. Das geht nämlich immer am einfachsten. Ich möchte eigentlich schon ganz gerne noch dieses Ocean verwenden, weil das auch so ganz spezielle Schimmerpigmente mit drin hat. Und ich gebe mir das mit meinem Finger, das ist super weich, aber super schön, hier ganz außen hin. Boah, das fällt hier einfach mal runter. Schön. Das war nicht der Plan. Mist. Aber der Spoolie rettet das. Das muss man wirklich sagen, das macht der Spoolie gerade sehr gut. Guter Spoolie. Kann man auf jeden Fall machen. Was ich so ein bisschen vermisse in der Palette, ist so ein dunkelblauer matter Ton, so ein bisschen. Bisschen nur, ne? Okay, was gebe ich mir denn jetzt an den unteren Wimpernkranz mit dem Point Brush, der auch mit dabei ist? Ich glaube, ich nehme die Farbe Ray. Das ist nämlich so ein schöner, neutraler Ton. Weil wenn ich so einen schillernden Look auf dem Auge habe, bietet sich das wahrscheinlich an, da so ein bisschen dezenter zu bleiben von der Farbauswahl. Den ziehe ich auch meistens hier noch so ein bisschen mit rein, was jetzt ein bisschen schwierig ist zu verblenden natürlich mit dem schillernden Blauton. Aber es geht, ne? Weil so liftet man das Auge halt auch noch so ein bisschen mit nach oben. Und den Ton Shell, das ist dieser schimmernde Ton, nehme ich ebenfalls hier mit dem Point Brush auf. Da mache ich jetzt was Spektakuläres und zwar gebe ich mir den als Innenwinkelverlängerung auf. Und lasse den so ein bisschen in das Ray mit reinlaufen. Weil ich finde es immer ganz besonders, wenn man so eine schöne Schimmerfarbe auch noch am unteren Wimpernkranz hat. Den ziehe ich dann so bis zur Mitte rein. Und was ich hier noch so auf dem Pinsel habe, vielleicht als Augenbrauen-Highlight.
Das ist dann jetzt auf jeden Fall die Essence-Seite und ich finde es eigentlich ganz cool. Auf der Catrice-Seite verwenden wir die Sunshine Heat Me Up Lidschattenpalette, die so ausschaut. Und hier freue ich mich echt auf diese grünen Töne und dieses lilane und oh, richtig schön. In dieser Palette haben wir hauptsächlich Schimmertöne, was ich persönlich ja richtig sehr doll begrüße. Also mir gefallen die Töne und die matten Töne haben sich tatsächlich auch richtig, richtig gut swatchen lassen. Das fand ich ziemlich geil. Und die Schimmertöne, der Wahnsinn in Tüten, richtig butterig zart. Da bin ich sehr gespannt, wie die sich auf dem Auge machen. Auch hier haben wir einen schönen Settington und zwar die Farbe Clouds. Dafür nehme ich natürlich auch den Pinsel aus dem Catrice Pinselset. Dann nehme ich mir eine relativ neutrale Farbe und zwar die Farbe Dream, um meine Lidfalte vorzubereiten. Lässt sich schön aufbauen tatsächlich und sieht auch ganz solide als Übergangsfarbe soweit aus, finde ich. Dann werde ich mir nun eine etwas crazigere Farbe nehmen. Und zwar, wir haben Wochenende die Farbe Weekend. Das ist ein schöner lila Ton. Und den werde ich jetzt nehmen, auch wieder mit dem immer noch gleichen Pinsel, um meine Lidfalte hier etwas zu vertiefen. Okay, die Farbe ist jetzt etwas schwieriger. Lässt sich nicht so schön aufs Auge bringen, wie ich das gehofft hatte. Und ich habe das Gefühl, dass die matten Töne hier aus der Catrice-Palette trockener sind als die aus der Essence-Palette, was ja nicht schlecht ist. Aber sie lassen sich halt schwerer verarbeiten. Ist aber eigentlich ein schöner Ton. Den möchte ich nachher auch tatsächlich ganz gerne am unteren Wimpernkranz haben. Deswegen ziehe ich mir den auch hier an der Außenseite schon etwas runter, verblende den zwar nach oben rein, in Dream mit rein, aber dennoch möchte ich den nachher auch am unteren Wimpernkranz sehen. Ein Ton, der mich am allermeisten in dieser Palette anspricht, ist dieser hier. Das ist Vision, die Vision, dieses echt schöne Grün. Ich weiß nicht, ob das ein Ton ist, der eine Base braucht. Deswegen gebe ich mir tatsächlich den Ton Earth vorsichtig unten drunter, aber dafür nehme ich den Blendepinsel, genau. Den gebe ich mir dann einfach hier auf mein bewegliches Lid, so wie ich das auf der anderen Seite ja auch schon mit dem Türkis gemacht habe, dann schaffst du dem Ton irgendwie einfach einen Haftgrund, mehr oder weniger. Und dann nehme ich den Smudger, gehe in Vision rein und habe richtig schön was auf dem Pinsel. Den setze ich mir da drauf. Oh ja, das ist eine tolle Farbe. So ein schönes, goldschimmerndes Grün, also mag ich unheimlich gerne. Da fühlt man sich so ein bisschen, hier fühlt man sich, als würde man bei der Froschkönig mitspielen im Spiel, im Film. Und hier bei Ariel oder so, bei irgendeinem Meeresfilm. Mega krass. Also ich habe hier übrigens gerade ein richtig fettes Fallout-Vieh bekommen. Das muss ich mal kurz mit diesem winzig kleinen Pinsel entfernen. Mit diesem kleinen Oschi. Okay. So, dann gebe ich mir Sparkle, das ist dieser ganz, ganz helle Ton, auch mit dem Smudger-Pinsel auf. Den setze ich mir in mein inneres Drittel. Ziehe den auch ein bisschen bei Vision mit rein. Bei Vision mit rein, genau. Das ist ein klares Deutsch, Claudi. Und der ist richtig schön Champagnerfarben, der gefällt mir auch richtig, richtig gut. Schöne Geschichte. Diesen mega krass grün schimmernden Ton Summertime, der ist also wahnsinnig, wahnsinnig interessant, setze ich mir auch wieder mit dem Smudger-Pinsel auf und zwar in mein Inner Corner. Aber dezenter als ich dachte, muss ich gestehen. Und nach außen hin setze ich mir ebenfalls einen schimmernden Ton und zwar die Farbe Joy, die Freude. Der macht mir gerade nicht die meiste Freude, weil da nicht so viel kommt. Nicht wirklich. Okay, dann möchte ich noch ein bisschen von Sky. Das ist dieser Goldton. Ja, Leute, ich verwende jetzt so viele Töne, wie es geht, ne? Mit dem Finger und setze den hier ganz zentral auf das Zentrum. Ja, das poppt dann noch so ein bisschen das Auge
auf. Peppt das Auge auf, genau. Ja, und Sparkle gebe ich mir dann auch nochmal unter meinen Augenbrauenbogen. Das ist ja den ich hier im inneren Drittel hatte. Ich glaube, den hätte ich auch fast schon besser nehmen können für meinen inneren Augenwinkel, um den zu highlighten. Ja, jetzt fehlt noch der untere Wimpernkranz. Da habe ich ja schon gesagt, dass ich gerne den Ton Weekend nehmen möchte. Dieses matte Lila. Da nehme ich jetzt hier diesen abgeschrägten Pinsel. Den kannst du für Augenbrauen, Eyeliner, untere Augenwinkel, worauf auch immer du Bock hast, nehmen. Und auch hier möchte ich bei meinem inneren Drittel vom unteren Wimpernkranz ein bisschen was Poppiges machen. Und dann nehme ich einfach die Farbe Holiday. Das ist dieser schöne erdbeerrote Schimmerton. Und den setze ich mir so rein. Tada! Da haben wir dann den etwas... Nein. Ja, doch. Den etwas neutraleren Look. Ich muss sagen, dass ich hier... ich weiß nicht, am Anfang mit den matten Tönen hat mir das erst nicht so gut gefallen. Später ging das ganz gut. Ich finde, dass das hier ein ordentlicherer Look ist. Also, dass ich hier halt nicht so diese groben Glitzergeschichten habe wie auf dem Auge. Dafür ist das hier halt auch etwas zurückhaltender, fast schon dezenter. Also es ist dezenter als das, das muss man wirklich sagen. Ja, aber beide Looks gefallen mir definitiv. Doch, da habe ich halt auch einfach zwei unterschiedliche Paletten gekauft und das war eine gute Idee. Ich persönlich mag einfach lieber die Seite von Catrice. Das finde ich einfach schöner. Ich finde dieses Farbspektrum auch irgendwie harmonischer. Ne? Das würde ich halt auch eher tragen als dieses enorm türkise, sehr, sehr bunte, sehr, sehr ausgefallene. Und ja, ansonsten von der Qualität der Paletten her ist es schon unterschiedlich. Ne? Die Catrice-Palette ist eher erwachsener, würde ich sagen. Genauso ist es halt auch mit den Face-Paletten, sprich mit Highlighter- und Bronzer-Palette von beiden Seiten. Und die Pinsel sind aber sehr, 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 sehr vergleichbar. Ja, und das ist jetzt tatsächlich mein Test von der Tensational Sister LE Geschichte von Essence und Catrice. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Style & Talk Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!